Begrüße Sie herzlich bei Land und Leben von der Malzer Heide. Hier in dieser Landschaft wird lebendige Landwirtschaft gelebt, die sich nicht vorwiegend mit der Pestiziddiskussion beschäftigt, sondern lieber mit Erde, Pflanzen und Tieren. Und damit kommen wir zu den Themen dieser Ausgabe. Vielfalt. Modelle aus Theorie und Praxis für eine enkeltaugliche Zukunft. Heumilch. Ausbaufähiges Produkt für eine nachhaltige Milchwirtschaft. Der obere Finchgau steht seit einigen Jahren im Mittelpunkt einer für die direkt Betroffenen oft belastenden Diskussion mit Misstrauen und Anklagen auf beiden Seiten. Geht es doch um die wirtschaftliche Zukunft der Region, die vor der Entscheidung steht, weiter wie bisher oder Veränderung? Diese Frage war auch Thema des 9. Ökologieforums in Bozen, das in der sogenannten neoökologischen Vielfalt Modelle für eine enkeltaugliche Zukunft sieht. Wir haben uns auf der Tagung umgehört und sind auch in den oberen Finchgau gefahren, um nach der Verknüpfung von Theorie und Praxis vor Ort zu suchen. Die Landwirtschaft muss sich verändern. Darüber sind sich Fachleute aus Forschung und Praxis einig. Verändern, aber wie? Beim Global Forum in Bozen stieß diese Frage auf ein neugieriges Publikum im vollbesetzten Saal mit 300 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Verbandswesen und Forschung. Auf der Suche nach gültigen Antworten. Biopioniere wie die Familie Schweißfurth haben den Wandel schon länger vollzogen, mit dem Umstieg von einem riesigen Fleischindustriebetrieb zu den biologisch geführten Hermannsdorfer Landwerkstätten. Hier erzeugen sie und vermarkten regional seit 30 Jahren gemeinsam mit 200 Mitarbeitern und 100 Partnerbauern der Münchner Umgebung ökologische und handwerklich verarbeitete Lebensmittel. Überzeugt davon, dass eben diese Art von Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft was Modernes ist, nicht was rückwärtsgewandtes, sondern man nimmt die Traditionen auf von früher, das was gut war, und kombiniert das zum Beispiel mit moderner Technik, mit den Möglichkeiten der modernen Technik oder mit den Möglichkeiten der modernen Kommunikation. Ein Ökotopia Südtirol entwarf der Ökonom Daniel Müller-Jentsch, ein Fachmann für nachhaltige Entwicklung von Regionen, im Besonderen von Berggebieten. Für die Landwirtschaft gilt es, die Chancen der Digitalisierung und des technologischen Wandels zu nutzen. Die Landwirtschaft ist einer der Sektoren, die durch die Digitalisierung in den nächsten Jahren stark verändert werden wird. Und es ist sinnvoll, diesen Transformationsprozess auch so auszugestalten, dass man hinkommt zu einer ökologischeren, nachhaltigeren Form der Landwirtschaft. Damit dieser Wandel auch den kleinstrukturierten Betrieben gelingt, braucht es ein starkes Netzwerk. Und das hat Südtirol bereits mit seinen Genossenschaften, den Beratungsringen und dem Versuchszentrum Leimburg, betont der Ökonom. Mehr Spezialisten für Nachhaltigkeit, die auch die Rentabilität im Auge haben, und mehr Vielfalt braucht Südtirol, meint hingegen der Bozner Uniprofessor Christian Fischer. Man kann sich schon vorstellen, auch jetzt im Zuge des Klimawandels, wo sich das Klima ändert, dass man ein bisschen wegkommt vom Apfel und vielleicht auch andere Obst- und Gemüsesorten präferiert, anbaut und von dem Apfelspezialist vielleicht eher zu so einem europäischen Obst- und Gemüsegarten wird. Und die Erfahrung, die Kompetenz, die man im Apfelsektor gewonnen hat, eben auf andere Produkte auch überträgt. Vor allem aber braucht es Begeisterung für das Neue, sagt einer, der vor 30 Jahren als Ein-Mann-Betrieb gestartet ist, mit dem Verkauf der Biokräuter von Bauern in Niederösterreich. Heute hat die Kräuterhandelsgesellschaft Sonnentor 320 Mitarbeiter und 200 Bauern in Österreich und angrenzenden Ländern, die Biokräuter, Biogewürze und Biotees herstellen. An die 900 Produkte, die Sonnentor weltweit vermarktet. Die EU mit ihrer Agrarindustrie hat für Südtirol eigentlich die wenigsten Lösungsmöglichkeiten. Noch mehr vom Gleichen zu produzieren, schafft keine Arbeitsplätze und schon gar keine Freude in der Landwirtschaft. Freude ist ihm wichtig. Alexander Agetle, aufmerksamer Zuhörer und auch Redner beim Global Forum, in erster Linie aber Bauer im oberen Finchgau. Innovativ und beherzt bewirtschaftet er mit seiner Familie den Hof mit Getreideanbau und einer Hofkäserei. Er weiß, wie schwierig es ist, neue Wege zu gehen. Die Intensivierung der Landwirtschaft stößt an ihre Grenzen.
kostenintensive Monokulturen und hochgezüchtete Tiere, die in immer kürzerer Lebenszeit immer mehr leisten müssen. Wir ordnen in der Landwirtschaft derzeit alles der Ökonomie unter. Und dadurch breitet sich der Obstbau da im Ober- und Finchgau aus. Das bedeutet aber auch, dass wir die Viehwirtschaft ganz und auch den Ackerbau verdrängen. Es ist, die Koexistenz dieser beiden Bewirtschaftungsformen ist schlichtweg nicht möglich. Und zurzeit findet eine Verdrängung statt. Es geht auch anders. In der Gemeinde Malz entwickeln sich bestehende weiter und wachsen neue, lebendige bäuerliche Betriebe in Einklang mit der Landschaft und den Menschen, die darin wohnen. Wir arbeiten die ganze Familie mit den Kühen und kriegen daraus eine Milch, eine hochwertige, und die verarbeiten wir zu Käse. Und sie sind gesund, sie müssen nicht so viel leisten wie früher und dadurch werden sie deutlich älter. Das ist eine Kuh, die ist jetzt 10 Jahre alt und die ist topfit und bleibt wahrscheinlich noch lange im Betrieb. Und das ist auch ein bisschen Ausdruck so meines Wirtschaftsgedankens, dass ich einfach versuche, weniger zu nutzen, aber länger. Und dadurch auch in der Summe auf ein sehr interessantes Ergebnis komme. Immer öfter entscheiden sich Bäuerinnen und Bauern für nachhaltiges und vielfältiges Wirtschaften und haben dabei nicht nur die Rentabilität als wichtigstes Ziel im Blick. Unterstützung brauchen aber auch Sie. Meine Vision ist, dass man die Leute ganz stark auch unterstützt in der Umsetzung ihrer Ideen. Oft sind es Kleinigkeiten, wo Leute dann hinken, und wenn wir sie da unterstützen, dann passiert viel mehr. Und ich denke, wir müssen uns auf die Urwerte und Formen der Landwirtschaft besinnen. Die Genossenschaften spielen da für mich eine wesentliche Rolle, aber sie müssen wieder in den Dienst des Bauern gestellt werden. Der Anbau und die Verarbeitung gesunder Lebensmittel in Verbindung mit sozialer Verantwortung ist das Ziel von Vinterra. Sozial und ökologisch arbeiten im Finchgau, lautet der Leitspruch der Sozialgenossenschaft, die für benachteiligte Personen gesunde und geregelte Arbeitsplätze geschaffen hat. Und natürlich die Tatsache, dass man das Wachstum und einfach die Schönheit der Natur von der Aussaat bis zur Ernte einfach mitverfolgen kann und pflegen kann. Also das gibt schon viel Befriedigung, und speziell für Personen, wie wir sie zum Teil eben auch beschäftigen, für die Personen ist das schon sehr, sehr heilsam. Die Landwirtschaft ist die Basis. Auf 4 Feldern bei Latsch bauen die Mitarbeiter biologisches Gemüse an. Abnehmer sind private und öffentliche Einrichtungen, 2 Altersheime, eine Mensa und 2 Kindergärten des Finchgaus. Auch einige Gastbetriebe. Man sieht, es hat Erfolg. Es ist ausbaufähig. Es ist Getreide jetzt auch dazu gekommen in letzter Zeit. Also die Palette kann noch größer werden. Es kann noch mehr Zusammenarbeiten entstehen. Das hoffen wir sogar mit anderen Betrieben. Und insofern ist es sehr wohl ein Zukunftsprojekt. 2 der Felder von Vinterra grenzen an konventionell bewirtschaftete Obstanlagen. Die Abtrift aus diesen Anlagen bedroht die biologische Arbeitsweise. Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, wenn man jetzt sich mal hinstellt und auch mal in den Spiegel schaut und der Realität auch in die Augen schaut und jetzt einfach mal zugibt, dass es so nicht weitergehen kann, dass man wirklich ein Umdenken braucht und dass man jetzt beginnt, den Betrieben das auch zu sagen, den Landwirten das auch zu sagen und sie dann auch unterstützen in dieser Entwicklung. Für die junge Bäuerin vom Sackerhof bei Malz ist die Richtung längst klar. Zurück aus der Großstadt Wien nach dem Studium der Agrarwissenschaften an der BOKU hat Anna Folie den von ihrem Großonkel geerbten alten Hof mit ihrem grünen Daumen zu einem Gemüseparadies umgestaltet. Ich mache hauptsächlich Gemüse, ein bisschen Roggen, ein bisschen Erdäpfel und habe 30 verschiedene Gemüsearten ungefähr und für die meisten Arten auch mehr als eine Sorte. Für die Tomaten habe ich bei den 30 Sorten und sonst eigentlich halt so bunt wie möglich. Vom Acker direkt in das Kistl. Unbehandeltes Gemüse zum fairen Preis, lautet Annas Slogan. Verkaufen tue ich hauptsächlich an Privatleute. Dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass man auf der Internetseite von Hof eine Kistl zusammenstellt oder eine Bestellung zusammenstellt und allein anholen kann. Und sonst kommen auch ein paar Leute mit den Kisteln, mit den Kerbeln in den Acker und kaufen direkt aus dem Acker hin. Sie könne davon leben, vor allem könne sie sich keine schönere Arbeit vorstellen, sagt die 28-Jährige. Und auf die Frage, wie sie ihre Zukunft als Bäuerin in Malz sieht, meint sie:
gerne haben würde, dass wir das ein Stück weit erhalten, so wie es ist, dass ein bisschen mehr Vielfalt reinkommt, weil es für die Natur und für alles zusammen für einen gesunden Weg halt. Und wie es wird, ich tue meine Sachen, was ich kann und was die anderen tun. Aber für eine enkeltaugliche Landwirtschaft setzen sie sich seit über 30 Jahren ein. Die Großeltern Helga und Eduard Mart vom Migihof in Schleiß. Einer der ersten Biohöfe Südtirols mit heute Pferden, Kühen, Getreide, Obst und Kartoffeln. Vorleben und Lernen durch Tun. Die Enkelkinder erleben so durch tätige Mithilfe den Jahreskreislauf und das Wachstum der Ackerfrüchte von der Aussaat bis zur Ernte. Eine Besonderheit am Migihof ist das Getreide, das weiterverarbeitet und im hofeigenen Laden verkauft wird, in dem auch allerlei andere Köstlichkeiten angeboten werden. Bei uns ist eben gerade die Vielfalt, die was das Ganze rentabel macht. Einmal sind ein paar Marillen mehr, einmal sind ein paar Pomper mehr. Eben, das ist jetzt die frische Ernte von Getreide. Heuer haben wir jetzt eben Roggen, Weizen und Dinkel angebaut, aus dem Grund, weil wir eben das Vollkornbrot alles selber machen. Einmal wird von Dinkel ein bisschen mehr sein, einmal wird von Roggen ein bisschen mehr sein und durch den Sam kompensiert sich einfach, wenn der Ausfall bei den anderen in dem Moment ein bisschen ist. Jeden Freitag bäckt die Familie zudem aus Dinkel, Roggen und Weizen frisches Vollkornbrot und Früchtebrot. Gesunde Produkte, die immer mehr Abnehmer finden. Wir haben wegen der ganzen Diskussion in Zukunft einmal, eben weil viele Leute durch den eben darüber dann reden und auch weil vielleicht viele Leute über die Pestizide sich einmal Gedanken machen, was man da überhaupt zu sich nimmt, was man da isst und insofern haben wir Zukunft. Jetzt ist eigentlich mehr Vielfalt in der Landwirtschaft, als es noch vor 10 Jahren war. Also wir hatten viel mehr Eintönigkeit, als wir jetzt haben. Aber wir haben auch Obstanlagen bekommen. Aber grundsätzlich, wenn eine Obstanlage sich halbwegs auch mit dem Landschaftsbild auseinandersetzt, dann haben wir auch nichts dagegen. Dann gehört das auch zur Vielfalt. Allerdings in einer anderen Art und in einer nachhaltigeren Art, als das im Rest vom Finnischgau und von Südtirol der Fall ist. Auch im nächsten Bericht geht es in gewisser Weise um eine nachhaltige Veränderung der Landwirtschaft, und zwar der Milchwirtschaft. Die Rede ist von Heumilch, natürliche Milch, die von Kühen stammt, die nur mehr mit Heu und Gras gefüttert sind und nicht mehr mit Silage. In absehbarer Zeit möchten alle Milchhöfe die Frischmilch als Heumilch verkaufen. Doch ist Heumilch wirklich die bessere Milch? Und was hat der Bauer und was der Konsument davon? Wir haben uns bei den Bauern umgehört, die als Erste auf den Heumilchzug aufgesprungen sind. Maisschnitt im Bustertal. Energiereiches Futter für die Tiere, das in der Produktion einfach ist und viel Menge abgibt. Kein Grund also für diese Bauern, auf anderes Futter umzusteigen. Doch seit Jahren macht eine Milch von sich reden, die angeblich besser sein soll. Die Heumilch. Milch, wie sie die Kühe früher gaben, als es noch kein Silofutter gab. Die österreichischen Bauern waren die Pioniere mit der Arge-Heumilch. Deren Erfolg machte aufmerksam, und im Bustertal begann die Sennerei Drei Zinnen vor 6 Jahren als erste Sennerei Südtirols damit, ihre Bauern von den Vorzügen der Heumilch zu überzeugen. Von den 142 Bauern liefern etwa die Hälfte Heumilch. Damit gelingt es der Sennerei in Toblach, die gesamte frische Trinkmilch als Heumilch anzubieten. Ziel natürlich wäre, noch weitere Mitglieder dazu zu kriegen, was auf Heumilch umstellt. Was natürlich ein bisschen bedingt ist, für die Betriebe aus, natürlich braucht es mehr Lagerräume. Und da muss ich sagen, hat Gott sei Dank auch unser Landesrat für Landwirtschaft das erkannt. Und man möchte auch die Förderung, und tut schon bereits die Förderung, dahingehend verstärken. Inzwischen stellen die Toblacher Molkereifachleute auch 14 Käsesorten und im Sommer Joghurt aus Heumilch her. Und es soll mehr werden, denn die Nachfrage nach Heumilchprodukten steigt. Meine Vision ist, dass die Sennerei Drei Zinnen früher oder später jetzt mit der Nachhaltigkeit, jetzt mit dem Tierwohl und so weiter, dass viele davon überzeugt werden können, dass es sinnvoll ist, wieder einen Schritt zurück zu machen und mit weniger mehr erreichen. Was aber muss ein Bauer verändern, damit seine Kühe Heumilch geben? Anton Tschurtschenthaler ist als Obmann der Sennerei und als Obmann des Bauernbundbezirkes Pustertal den Weg vorausgegangen, wo das Futter für die Tiere vorwiegend vom eigenen Hof stammt. Wir wissen alle genau, dass wir mehr wie 1,5 GVE pro Hektar
im Berggebiet nicht halten können. Der Rest muss irgendwie zugekauft werden über das Kraftfutter und so. Was ja nicht schlecht ist, muss ich dazu sagen. Wir brauchen ein Ausgleichsfuttermittel. Aber ich glaube, dass es auch Grenzen gibt da und man sollte wieder eben zurück ein bisschen zu den Wurzeln von unseren Vorfahren. Das will nicht heißen, dass das schlecht ist, sondern mit den neuen Techniken, was es heute gibt, wirklich hochwertig Qualitätsgrundfutter zu erzeugen. Und glaube ich, das muss unser Ziel sein. Mit 60 Stück Melkkühen ist der Fausterhof in der Talsohle ein großer Betrieb. Die Umstellung war mit Kosten verbunden. Ein Heuentfeuchter, Belüftungs- und Trocknungsanlage waren nötig und ausreichend Lagerplatz für das Heu, was auf vielen Höfen fehlt. Die Kritik am zu hohen Stromverbrauch in der Folge, um das Heu zu trocknen und zu belüften, lässt Anton Tschurtschenthaler aber nicht gelten. Er hat sich das genau durchgerechnet. Zum Beispiel liegen da Trocknungskosten zwischen 1,5 und 2 Cent pro Kilo Trockenmasse auf dem Futter. Wenn ich das umrechne, ich habe 7000 Kilo Trockenmasse auf einen Hektar, dann kann sich jeder ausrechnen, dass man ein bisschen über 120 Euro in die Richtung kommt. Wenn ich Silageballen mache, von einem Hektar, dann habe ich 20 Silageballen und die Folgekosten für die Silage sind ungefähr 12-13 Euro, dann bin ich schon fast aufs Doppelte oben von dem, was es mir kostet. Heumilchkühe erhalten 75% Raufutter, also Gras, Heu und Stroh. Zudem sind 25% Kraftfutter erlaubt. Die platzsparende Gärfuttersilage ist nicht mehr erlaubt. Eine Schwierigkeit im Berggebiet ist die Einbringung von trockenem Heu. Wenn ich jetzt ein gutes Heu habe oder eine gute Silage, neuself ist Viech sicher nicht ungesünder. Leider, wenn ich jetzt eine schlechte Silage mache, dann ist es sicher nicht gesund fürs Viech. Und das Gleiche ist auch, wenn man ein schlechtes Heu produziert. Aber sonst kann man annähernd von der gleichen Grundfutterleistung ausgehen. Der Auszahlungspreis für Heumilch liegt derzeit nur geringfügig höher. Kein großer Anreiz also für die Bauern umzustellen. Betriebe, die heute schon überwiegend Heu machen, weil sie Steillagen haben, weil die Grassilage extrem arbeitsaufwendig für sie ist, die haben Vorteile. Die sind schon relativ nah an der Heumilch. Dann vielleicht noch ein bisschen im Kraftfutter runterzufahren, die sind ganz nah dran. Und für die lohnt sich die Umstellung. Die nehmen auch gerne das etwas mehr Geld mit. Für einen Betrieb, der vollkommen umstellen muss, der keine Heutrocknungsanlagen heute hat, der Investitionen machen muss, der muss dreimal rechnen. Weiter oben am Berg liegt der Hansenhof. Mit 12 Melkkühen ein kleinerer Milchlieferant, der eigentlich schon immer Heumilch produziert hat, weil für den Maisanbau zu hoch gelegen und weil die steilen Hänge eine Grassilage erschweren. In Ufer war aber die Heutrocknung ein bisschen ein schwieriger Punkt, bis man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Weil es ist speziell, wenn man es noch einbringen muss, weil es nicht trocken ist oder sehr schlecht, dann ist die Heutrocknung schon nicht ganz einfach. Auch mit ein bisschen Erfahrung und nach einigen Jahren haben wir das eigentlich gut in den Griff gekriegt. Es sind viele Betriebe, die was halt jeher schon rein Heu füttern und haben sich hier zu denken, wieso soll das nicht funktionieren. Es ist gerade, wenn jemand umstellt, dann wird ein Umfang, Probleme wird er nicht haben, aber wie bei jeder Futterumstellung soll es halt langsam vor sich gehen, damit sich auch die Bakterien an das alles umpassen können. Bisher galten dafür die Kriterien, die sich die Sennereien selbst auferlegt hatten. Ab März 2018 aber müssen alle Heumilchbetriebe zertifiziert sein, gemäß einer EU-Verordnung für geschützte traditionelle Spezialitäten, geregelt mittlerweile mit staatlichem Dekret. Bei der Handhabung der nötigen betrieblichen und bürokratischen Auflagen unterstützen die Mitarbeiter des Sennereiverbandes und des Beratungsringes für Berglandwirtschaft. Auch die Kontrollen sollen dann gezielt greifen. Die Zertifizierung und die Kontrolle übernimmt eine private Kontrollstelle. Und die kommt auf jeden Fall einmal zur Erstkontrolle auf den Betrieb und schaut sich die Situation an. Und danach ist vorgesehen, ca. 20% auf Betriebe innerhalb von 5 Jahren zu kontrollieren. Das heißt, jeder Betrieb kommt innerhalb von den 5 Jahren immer einmal dran. Außer es gibt eine Beanstandung und dann kann es sein, dass die Kontrollstelle auch ein zweites Mal auf den Hof kommt. Auf den Heumilchtrend sind inzwischen auch die anderen Milchhöfe Südtirols aufgesprungen. Fast die gesamte Frischmilch ist Heumilch. Auch Käse, Joghurt und Mozzarella gibt es in Heumilchqualität.
Es ist nicht eine Abwertung der gesamten anderen Milch, weil natürlich noch sehr viel mehr konventionelle Milch produziert wird. Es ist einfach das Feststellen, dass wir hier langfristig uns auf dem Markt mit einem Unterscheidungsmerkmal auszeichnen können, das andere nicht haben. Doch ist der Anteil von Heumilch mit ca. 7% noch niedrig. In 5 Jahren aber sollten sie an die 30% der Gesamtmilchmenge als Heumilch anliefern und dafür auch mehr Geld erhalten. Ich glaube, die Heumilch ist nicht eine Alternative für unbedingt für alle. Aber die, die die Möglichkeit haben, die, denen müssen wir die Gelegenheit bieten, auch umzustellen. Was aber sind nun die Vorteile von Heumilch? Ist sie wirklich besser? Und wer hat am meisten davon? Der Konsument, der Bauer oder die Umwelt? Wenn Sie es im Gesamtkonzept sehen, kann man sagen, natürlich ist es eine Marketingstrategie. Warum? Weil der Verbraucher mit Heu mehr als nur die Gabe von Heu verbindet. Das hält er für die natürlichste Form überhaupt der Tierhaltung und der Tierernährung. Insofern steckt Marketing dahinter. Fakt ist natürlich auch die, dass die Regeln bei der Heumilch so aufgelegt sind, dass der Großteil der Energie tatsächlich aus dem Grundfuttermittel kommt. Und so unterscheidet sich Sonne ein bisschen von der konventionellen Silagefütterung, weil hier der größte Teil der Energie eben aus dem Grundfutter kommt. Und dann ist man so auf dem Weg auch einer sehr nachhaltigen Milcherzeugung. Und das, glaube ich, im Gesamtkonzept spricht den Verbraucher an. Und deswegen ist es eine sinnvolle Marke. Ja, das war Land und Leben heute ganz unter dem Motto Veränderung, die nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Lebens gefordert ist. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.